Da fliegt er. Das ist hier unser Hauptmann Pilaf. Ich klick ihn mal an. Shit. Oh, die klappeln sie einfach nieder. Mission 16. Bei Nacht und Nebel. Altleiningen-Pfalz, 1277. Die Kämpfe bei Lützelburg, Ratsamhausen waren heftig, doch ihr lasst nicht locker. Euch erreicht die Nachricht, dass die Ratte eine weitere Burg ein paar Tagesmärsche weiter nördlich in der Pfalz besitze, deren Burgherr seinen Geburtstag in Kürze mit einem rauschenden Fest feiern werde. In der Annahme, dass auch die Wachmannschaft dem strömenden Bier zugeneigt sein wird, tretet ihr eilig den Marsch an. Ein paar Tage später erreicht ihr gegen Abend das Tal nahe der Burg, durch das noch immer Festmusik schallt. Doch plötzlich erscheint ein Leuchtfeuer auf einem Hügel. Wurdet ihr entdeckt? Beobachtet zuerst die Lage, bis die Luft rein ist. Greift dann an und knöpft euch zuallererst den Burgherrn vor. Verschont die Besatzung. Vielleicht sinkt den angetrunkenen Männern dann der Mut und sie lassen sich davon überzeugen, zu euch überzutreten. Haltet dann die Burg, solange es opportun erscheint. Na, wie geht euch das? Wir sind bei Mission 16 der Deutschlandkampagne von Prinz von Hessen. Man hat's auch schon gehört, Justi mit einer Top-Performance als Sprecher zurückgekehrt. Und wir sind hier in Rheinland-Pfalz angekommen. Ja, eine Burg der Ratte, alle Männer da besoffen. Und Aufgabe ganz klar, erobern, so viele wie möglich am Leben lassen und verteidigen. Ja, erstmal ganz in Ruhe. Gucken wir uns hier um. Und ja, was auch schon in der Beschreibung stand, die Männer haben hier ein Leuchtfeuer. Die anderen sind gewarnt. Hier wird schon Beschuss aufgenommen. Oh, und da kommen auch welche. Ich muss hier erstmal mit dem Spieltempo runter. Aber wie immer gucken wir uns hier natürlich erstmal wieder den Sachverhalt an. Ja, in Rheinland-Pfalz auch wunderschöne Wälder. Im Pfälzer Wald, ja, das ist hier Burg Altleiningen. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und ja, wurde im 12. Jahrhundert gebaut und ist heute lustigerweise eine Jugendherberge. Unter anderem ist auch ein Schwimmbad drin. Also ja, ihr könnt jetzt sagen, hier Werbetrommel, macht da mal Urlaub, schickt eure Kinder dahin. Aber alle meine Zuschauer sind 18 plus. Ja. Also, ja, wie gesagt, Rheinland-Pfalz, Burg, Altleiningen. So, was ist denn hier der Sachverhalt? Ja, wir werden hier schon beschossen. Das können wir auf keinen Fall so hinnehmen. Ich starte die Mission hier einmal ganz in Ruhe neu und würde sagen, ich sammle hier mal alle meine Männer. Interessant, wir haben auch Leitern. Und da der... Was war das denn jetzt? Ich hab doch gar nichts gemacht. Wird jetzt da alle hinbewegt? Eigentlich ja nicht. Vor allem die Baumeister, das kann ich gar nicht gebrauchen. Warum die schießen da schon so dreckig? Das ist leider nicht möglich. Ja, komisch, jetzt treffen sie gar nicht mehr. Jetzt sind wir hier geschützt vor den Hügeln. Aber wir haben ja schon gesehen, da kommen ein paar Streitkolbenkämpfer, die ich natürlich mit allen Mitteln aufhalten will. Ja, völlig klar, Pikiniere an der Front und Lanzenträger dahinter als Damage-Dealer. Ja, jetzt wird schon wieder der Beschuss aufgenommen, das schmeckt mir eigentlich nicht. Ja, wartet mal. Ach, jetzt ahnt's es nicht. Jetzt kommen die da von der anderen Seite, Schild. Shit. Das wird etwas schwierig. Ja, alle Männer da einkesseln. Oh, schwere Verluste. Ja, kann ich eigentlich so... Vorwärts, da kommen ja noch mehr. Ah, du ahnst es nicht. Sind auf dem Weg. Geht hier schon wieder gut los. Ich habe ja gar keine Männer mehr übrig, wenn ich hier die Burg einnehmen will. Sagen wir mal, Bogenschützen sofort Feuer hier aufnehmen. Ja, so wird jetzt mal ein Schuh draus. Ihr schon wieder?
Wie konntet ihr ohne mein Wissen hierher gelangen? Aber ich scheine noch quasi alle Männer zu haben, wie mir das aussieht. So, schicke ich mal hier rüber. So, an der Stelle, zum Zeitpunkt der Aufnahme hier, Kanal vom Nevikov, die 1000 Abos geknackt. Mensch, wer hätte das gedacht? Eigentlich ist es ja nie vorgesehen, dass ich mal hier Videos mache. Ich bin ja mal der Mann im Hintergrund gewesen. Ja, war der gute B. Seiler, der zufällig der Bruder vom Prinz von Hessen ist. Also, Grüße gehen raus. Weiß ich nicht, ob die Grüße auch rüber nach Down Under gehen. Aber finde ich natürlich sehr, sehr herrlich, da das hier auch im Zuge der Deutschlandkampagne, die ja Prinz von Hessen erstellt hat, ja, denn dadurch passiert ist, ja, ganz, ganz herrlich und wunderbar. So, ich würde sagen, ich speichere hier jetzt mal ab. Nicht 26, Mensch, Nevikov. So, wir müssen uns erstmal den Sachverhalt der Burg hier angucken. Ja, die sollen ja noch alle besoffen hier sein. Sind noch irgendwelche anderen Hallen hier gestellt? Sieht nicht so aus. Naja. Am besten nur den Burgherrn töten und ja, die Besatzung am Leben lassen. Das sind sogar einige Armbrustschützen. Krass. Oh, das wird aber schwierig. Meine Traumvorstellung wäre es ja hier einmal mit Leitern hoch und ja, dann nur den Lord töten, aber sofort, mein Herr. Ja gut, ich kann halt mit den Pikinieren nicht klettern. Insofern schwierig. Ich meine, die Wälle hier sind extrem bröckelig, muss man sagen. Und ich traue den 19 Pikinieren eigentlich zu, dass die da durchkommen. Ja, ich würde sagen, ich sammle hier mal alle Männer. Geht mal am besten so, dass ihr nicht getroffen werdet. Sehr wohl, mein Herr. Ah, Mensch, schon wieder Nieser. Was soll das? So, aber überhaupt kein Problem. Weiter geht's. Ah, da schießen schon einige. Ja, hier so ein bisschen markant bei der Burg. Die zwei frontalen Türme vor dem großen Bergfried. Sage mal. Und weiter. Die schießen hier einfach schon. Sie verfehlen zum Glück. Sehr wohl, mein Herr. Bin mir zwar nicht sicher, aber ich glaube, ich habe noch niemanden verloren. Aber Mensch, ich habe doch die Baumeister vergessen. So. Ja, hier auch wieder sehr schöne Flüsse und ich finde gerade auch die Wälder lassen diese ganzen Missionen der Deutschlandkampagne so, ja, lebendig und natürlich wirken bei vielen Missionen. Habe ich das ja schon mal angesprochen, dass da oft eher wenig Bäume sind, wegen Balancing-Gründen, zu viel Holz, zu einfach. Aber wir haben ja schon öfter gesehen, ja, da kann der Schein trüben, kommt letztlich natürlich immer auf das Balancing an, ja. Eine weitere Idee, ich habe 200 Jolt. Damit lässt sich natürlich auch gut schildtechnisch was bauen. Ich kann noch Schilde bauen, oder? Ja, kann ich. Ich würde sagen, ich baue auch mal welche. Jawohl. Leider kein UCP in Stronghold, weil ich hier gedrückt halten kann. Aber ist nicht so schlimm. Kann ja noch schnell genug klicken. So. Jo. String 1. Wunderbar. String 2. Wunderbar. So. Bogenschützen. Ja, müsste platztechnisch auch ganz gut hinkommen. Dann möchte ich jetzt nochmal speichern. Ja, allein vor so einer kleinen Popelburg hier habe ich riesigen Respekt. Ah, Bogen einnehmen finde ich so viel schwieriger als Bogen verteidigen. Ach ja, aber wir schmeißen hier natürlich nicht den Hut in den Ring oder ach, weiß ich nicht, wie das heißt. Ja, wo kann ich am besten eigentlich den Höhenvorteil ausspielen? Ja, hier eigentlich nicht so geil. Hier ist gerade so ein tieferes Flussbett.
Ja, wie wollen wir das machen? Pikiniere rein. Sofort auf den Lord. Hier ist halt eine Schwachstelle. Ich weiß halt nicht, ob sie hier aufgrund der Felsen rankommen. Oder sagen, wir testen das einfach mal aus. So, nochmal speichern. Aufregung steigt. So, einmal mit den Schilden hier rüber. Und pikiniere vor. Jo, sieht aber gut aus. Sieht gut aus. Ja, Schilde kommen ein bisschen verzögert an. Stellen sich aber sehr gut auf. Eigentlich ist das dumm, was ich hier mache. Ich will die Besatzung ja gar nicht abschießen. Nee, wie Kopf, du dummer Junge. Habe ich sofort eine Idee. Kann doch auch die Männer mit den Schilden schützen. Klack, 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 klack. Durchbruch, los. Ja. So, nicht ablenken lassen, sofort auf den Lord hier durch. Ja. Da ist eine Dude. Ja, Pikiniere machen nicht als... Ja. Oh. Es ist nicht zu fassen. Ich bin von Idioten umgeben. Die Botschaft, ne Ratte. Ehrlich. So. Womit kann ich... Jo. Ein gewaltiges Heer der Ratte wird bald hier eintreffen. Was? Jetzt? Sofort? Bitte, was? Ein gewaltiges Heer der Ratte? Wie soll ich das denn machen? Meine Befehle? Schilde. In Bewegung. Jo. Geil. Ich kann ja auch Schilde auf Türme machen. Ja. Oh Gott. Moment. Sofort Spieltempo runter. Ach, du ahnst es nicht. So, was haben wir denn hier? Ich benutze mal die Leiterträger als mein Opferlamm hier. So, kommt mal ganz schnell rein, Leute. Dann repariere ich hier noch so gut es geht die Burg. Aber nee, das möchte ich hier trotzdem nicht, die Ecke. So, zack. Zack. Ah, das ist eigentlich eine scheiß Ecke hier. Sofort nochmal doppelt verstärken. Hier sollte eigentlich ganz gut sein. Hier auch nochmal bitte. Da ist ein Baum vor. Doppelt verstärken. So, was kann ich denn hier noch? Bin zur Stelle. So, auf jeden Fall jeden Bogenschützen, den wir hier raussaugen können. Rücken aus. Nee, nicht. Mensch. Sind auf dem so, Weg. Naja, komm mal ganz schnell hier hin. Wir haben ja auch Armbrustschützen. Und was wünscht ihr? Die will ich auf jeden Fall hier direkt an der Front haben. Bin zur Stelle. So, nochmal zwei Bogenschützen. Bin zur Stelle. Warte mal. Die kommen jetzt alle hier hin. Ja, ich muss hier ein bisschen taktischer denken. Zumindest so tun. So, schnell noch rein hier, Männer, los. Bin zur Stelle. Oh, auch nur 28 Gold. Das ist... Können wir vielleicht noch Waffen kaufen? Ja, Lanzen. Weiß ich aber noch gar nicht, ob ich das will. Oh Gott. Ja. Männer. Was soll denn das? Rein hier, los. Mein Bogen ist euer. Mein Herr. Hier auch noch auf dem Turm. Hier, los. Von wo kommen sie? Von... Ach, du ahnst es nicht. Aua, 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 aua. Das wird so doll wehtun. Ich habe auch echt nicht viele... Lanzenträger, ne? Ihr kommt mal alle ein bisschen hier hin. Oh Gott, die sind hier rausgerannt. Oh, da stehen auch noch Schilde. Ah, ich glaube, ich habe da noch ein bisschen unterschätzt. Die rennen hier viel mehr zu der Seite. Oh, ich glaube... Bin zur Stelle. Wo ist er denn jetzt? Bin zur Stelle. Rücken aus. Schild bereit. Ja, lenkt die mal ab hier, warte mal. Wo habe ich jetzt die Leitenträger hingeschickt? Shit, ich habe die komplett vergessen. Uiuiui, wo sind meine Leitenträger? Ich kann ja mal nach mir gucken. Nee, alle tot. Uff. Junge, 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 Junge. So, sofort. Warte mal, mach mal hier. Steuern.
Bin zur Stelle. So, noch ein Bogenschütze. Ja, Bogenschützen bereit. Sofort ganz schnell nach oben hier. Shit. Mein Bogen ist euer. Da sind schon einige hier leider. Auf dem Weg. Das, was ich befürchtet habe, jetzt klackern sie hier schon. Ich hätte vielmehr den großen Turm noch bemannen müssen. Oh, sehr gut. Ja, das, was hier so kommt, geht eigentlich. Ich mache jetzt hier mal ein bisschen schneller. Ja, da ist noch ein Bogen reingekommen. Wunderbar. Komm mal hier hin. Mist, sie haben da einfach... Guck mal, der macht nicht mal was. Ey, wo will der hin? In Bewegung. Ach, du ahnst nicht, ist das eine fette Kolbentruppe da. Holy moly. Aber es geht aktuell, ne? Kann das sein? Ja, da sind noch ganz viel Nachhut. Ich glaube es... Ach, du Scheiße. Ja, riesig fette Streitkolbenfront hier, so Lanzenkrieger sofort nach. Jawoll. Und hat alle Nahkämpfe. Ein Bogenschütze irgendwie dabei, ist mir jetzt aber egal. Oh, da versuchen sich welche durchzuschleichen. Das möchten wir hier nicht. Unsere Jugendherberge muss gesichert werden. Hier wohnen die schwer Erziehbaren. Luca und Backfisch. Auf dem Weg. Ja. Nivikov ist ja bekanntlich auch der... der Kindergärtner der Stronghold-Community. Der kümmert sich auch... um die junge Generation. Ne? Kann ja jeder hier bestätigen, der mich kennt. So. Ja, wunderbar. Das sieht doch gut aus. Oh Gott, jetzt kommen die... Jetzt kommen aber die ganzen Lanzenträger da. Uff, das ist eine ganze Menge. Ich bin mir unsicher. Ja, da schmeißen sich wieder ein paar Männer rein und ist ganz gut. Und die Bogenschützen können hier ganz gut mitarbeiten. Ich habe großes Vertrauen, dass Jugendherberge Altleining hier gehalten wird. Ja, da sind sogar draußen noch einige. Passt mal auf. Ausfallmänner. Wunderbar. Ja, Priester. Das Ende naht. Sebastian Buchwald. Ja, das Ende naht. Aber nicht für uns. So. Einmal hier auf das Gaspedal. Die holen wir uns hier. Los. Ja. Wunderbar. Burg Altleining hat gehalten. So, wir gucken uns mal hier den Sachverhalt an. Da stehen noch einige Baumeister. Scheint aber der letzte Angriff gewesen zu sein. Da hauen sie ab. Eine Botschaft der... Ja. Meine stümperhaften Truppen haben einfach meinen Plan nicht verstanden. Nivikov, way too strong. Uff. So ein gutes Ergebnis hab ich schon lange nicht mehr gehabt. Nur 31% der Truppen verloren, trotz Belagerung wohlgemerkt. Und anschließend verteidigen, nicht schlecht, Herr Specht. Ja, das war also unser Auftritt in Rheinland-Pfalz beim nächsten Mal, Mission 17. Da wird nochmal ein ganz besonderes Ding ausgekramt, kann ich euch schon mal versprechen. Da das ein ganz herrlicher Anblick werden wird. Ja, wir werden sehen, aber eins ist sicher, alles wird gut. Ja, das ist hier natürlich auch meine absolute Leidenschaft, hier so eine Ruine wieder aufzubauen. Junge, 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 Junge.